Sternenwärts. Die Zukunft der Raumfahrt. Ja, was wir gerade gehört haben, das war der Start der ersten Falcon Heavy von SpaceX am 6. Februar 2018. Und der Starman, der flog ganz oben auf der Rakete mit ins All. Ganz cool sitzt er da in seinem knallroten Tesla Cabrio mit aufgestütztem linken Ellbogen. Wie man das als Cabrio-Fahrer halt so macht. Aber ansonsten war er ganz gut verpackt in seinem Raumanzug. Tja, und seitdem braust diese Puppe mit mehr als 100.000 Kilometern pro Stunde durchs All. Die Garantie auf sein Elektroauto und auf die, in Anführungszeichen, gefahrenen Kilometer, die ist schon längst überschritten, und zwar schon mehr als 60.000 Mal. Der Starman ist so weit gereist, dass er alle Straßen der Welt, das gesamte Straßennetz des Planeten Erde, öfter als 60 Mal hätte abfahren können. Allerdings bewegt er sich nicht hinaus aus dem Sonnensystem, sondern er dreht seine Runden um die Sonne und nähert sich bisweilen dem Planeten Mars. Der Aufbruch der Menschheit zu den Sternen ist das Thema dieses Podcasts. Teil 1: Axiom, Starlab und Co. In dieser ersten Folge fangen wir klein an und richten den Blick hinauf zunächst nur bis in die Erdumlaufbahn. Aber dennoch schauen wir in die Zukunft, nämlich in die Zeit nach der ISS. Dann wird sich im erdnahen Orbit ein Wandel vollziehen, nämlich weg von staatlich betriebenen Stationen hin zur Kommerzialisierung. NASA, ESA und Co. können künftig beispielsweise das Starlab für ihre Astronauten und Experimente mieten. Die US-Raumfahrtfirmen Voyager Space und Lockheed Martin, die bauen dieses Labor derzeit. Das Starlab wird modular aufgebaut sein, so wie die ISS. Und starten soll es zwar mit einem einzigen aufblasbaren Wohn- und Aufenthaltsmodul, aber an den Dockingports, da kann jederzeit angebaut werden. Das Starlab wird also über ein Design verfügen, wie es künftige Raumschiffe Richtung Mars haben werden. Ein paar tonnenförmige, vielleicht aufblasbare Module, in denen die Crew wohnt, forscht, schläft und Sport treibt. Dazu ein technisches Versorgungselement, sozusagen Motor und Antrieb der Station. Dann eine Luftschleuse, um in den offenen Weltraum auszusteigen und Reparaturen durchführen zu können. Ein Roboterarm zum Lastentransport und ein Andockstutzen für Landefähren. Vier Astronauten sollen sich zunächst an Bord des Starlabs aufhalten. Es wird 340 Kubikmeter Innenraum bieten. In diesem Sternlabor sollen genau so viele Experimente Platz finden wie in allen Laboren der ISS zusammengenommen. Beim Schichtwechsel im All, wenn also eine neue Crew kommt und die bisherige zur Erde zurückkehrt, kann das Starlab für die Dauer der Übergabe sogar 8 Personen beherbergen. Die Lebenszeit des Starlabs berechnen die Ingenieure mit 15 Jahren. Auch das wäre ein idealer Zeitraum für eine spätere Langzeitmission durchs All, zum Beispiel zum Mars. Dabei soll die Station so redundant konzipiert sein, dass ausfallen kann, was will, und die Station dennoch weiterfliegen kann, ohne dass die Ausstiegsluke überhaupt gebraucht wird und ohne dass Astronauten einen Weltraumspaziergang für Reparaturarbeiten absolvieren müssen. Eigentlich dachte Voyager Space ursprünglich an die NASA als den Hauptkunden dieser neuen privaten Raumstation. Das Starlab soll 2028 starten, nur 2 Jahre bevor die ISS womöglich außer Dienst gestellt wird. Doch Anfang 2023 kam unverhoffte Unterstützung aus Europa. Auch der Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus ist an einer Zusammenarbeit beim Starlab interessiert. Airbus Defence and Space wird sich fortan um das technische Design des Labors kümmern. Und somit wäre auch europäischen Astronauten also künftig der Zugang zum Starlab möglich. Und auch wenn der Name hochgegriffen scheint, die Raumschiffe, die Menschen zu anderen Planeten und eines Tages zu den Sternen tragen, werden auf dem Starlab-Prinzip aufbauen. So, aber Voyager Space ist nicht das einzige Unternehmen, das seinem Namen Ehre machen will und das in den Startlöchern steht, um die Nachfolge der altehrwürdigen ISS anzutreten. Thank you.
Als Axiom definiert das Lexikon eine gültige Wahrheit, die keines Beweises bedarf. Also zum Beispiel, jede Zahl ist gleich sich selbst. Oder das Weltall ist für alle da. Nur von diesem Besitzanspruch hat noch kaum einer Gebrauch gemacht. Bislang waren es fast ausschließlich staatliche Raumfahrtbehörden, die den Weltraum bemannt genutzt haben. Hier tritt nun Axiom auf den Plan. Die Firma plant, an der ISS gleich so einige Module anzuhängen. Chef des Unternehmens mit Sitz in Houston, Texas, ist Mike Zofridini. For Axiom, we hate to overuse the term historic, but several years ago, back in 2015, it was made clear that U.S. government and likely the partners would not build the next low Earth orbit platform. With that thought in mind, put Axiom in place specifically to make sure that the LEO economy that is built between now and when the ISS retires will continue to grow once it's retired. Axiom wolle den Begriff historisch nicht überstrapazieren, so Mike Zofridini. Aber schon vor einigen Jahren sei ihm klar geworden, dass weder die US-Regierung noch ihre internationalen Partner einen Nachfolger für die ISS bauen würden. Vor diesem Hintergrund habe sich 2015 Axiom gegründet. Wir wollen sicherstellen, so Mike Zofridini, dass sich Forschung in der Erdumlaufbahn weiterhin wirtschaftlich lohnt, auch wenn die ISS irgendwann ausrangiert wird. Ja, und deswegen lasse die Firma derzeit ihre eigenen Module herstellen, die alle an der ISS festmachen sollen. Amir Blachman, der Vizepräsident für strategische Planungen bei Axiom. When our first module goes up, we will more than double ISS's capacity. So our module that's going up will be able to provide life support, exercise, habitation, experimentation area, manufacturing area for 7 crew members. Schon das erste Modul werde die Kapazitäten der ISS mehr als verdoppeln. Es wird über eigene Lebenserhaltungssysteme verfügen, über eine Fitnessstation, Platz für Experimente und Wohnraum für bis zu 7 Crewmitglieder. Axiom Module 1 soll spätestens 2026 an die Längsachse der Station docken, also im rechten Winkel zu Europas Raumlabor Columbus. Und weitere Module sollen folgen. As ISS is deorbited, we'll separate off as an independent space station. And at that point we might take several still usable parts of the International Space Station with us, and those could be the cupola or one of the robotic arms. Wenn die ISS zum Absturz gebracht werde, wolle Axiom seine Module abtrennen und sie als eigenständige Raumstation weiter betreiben, so Amir Blachman. Vielleicht würde Axiom einige Teile der ISS mitnehmen, und zwar womöglich die Aussichtsplattform Cupola oder ein Roboterarm. Dass es bei der Benennung von Raumstationen nicht immer um Sterne, Labore oder Axiome gehen muss, will das Raumfahrtunternehmen Blue Origin zeigen. Orbital Reef, so der poetische Name für das, was in der zweiten Hälfte der 2020er Jahre im All wachsen und gedeihen soll. Dieses außerirdische Riff wird aus 3 Modulen bestehen, jedes einzelne größer als ihre Pendants der ISS. Damit stünden ihrer Besatzung rund 830 Kubikmeter Innenraum zur Verfügung, fast 2,5-mal so viel, wie das Starlab zu bieten hat. In der Mitte soll das Orbital Reef aus einer Art länglichen Flur mit Fenstern bestehen, den die Firma als die Main Street der Station ansieht, quasi die Flaniermeile. Von dort aus geht es auf der einen Seite in die Wohnräume und auf der anderen in die Versuchslabore. Und dank der Docking-Ports auf der Main Street könnte die Station noch um einige Elemente erweitert werden, wie ein Riff eben, das wächst und wächst. Okay, ready on the isolation valve. I'll check the depress from manual isolation. Astronauten werden mit der Raumkapsel Starliner von Boeing zur Station und zurückgelangt. Einen weiteren Partner dieses Projekts neben der Firma Sierra Space, die die Station ebenfalls mit ihrem Dream Chaser anfliegen will, bemannt genauso wie unbemannt. Eines wird das Orbital Reef den anderen privaten Raumstationen voraus haben. Es wird in der Öffentlichkeit bekannter werden und das schon, bevor es 2027 starten soll. Denn schon 2023 begannen die Dreharbeiten zu dem Science-Fiction-Film Helios. Die Produktionsfirma Centerborough Productions hat diesen Deal mit Blue Origin und der United Launch Alliance geschlossen.
Die Handlung spielt im Jahr 2030, was durchaus realistisch erscheint. Die Besatzung des Raumschiffes Helios ist eigentlich auf dem Weg zur Internationalen Raumstation, die aber aufgrund einer Sonneneruption beschädigt wird. Gott sei Dank für alle Beteiligten und für die weitere Handlung gibt es mittlerweile das Orbital Reef. Das Jahr ist dabei nicht zufällig gewählt, denn 2030 dürfte die ISS in ihren letzten Zügen liegen. Das Orbital Reef aber, selbst wenn es zu Verspätungen kommt, was ja in der Raumfahrt schon hin und wieder passiert sein soll, einsatzbereit sein. Damit scheint Helios die Reihe realistischer Science-Fiction-Filme wie Life und Gravity fortzusetzen, in deren Mittelpunkt ebenfalls die ISS stand, also ein Gebilde im All, das es wirklich gibt, im Unterschied zur Enterprise und Co. Bei diesen Streifen scheint also zur Abwechslung einmal die Realität die Fiktion der Filme inspiriert zu haben. Nicht umgekehrt, wie es ansonsten oft in der Science-Fiction vorkommt. Bevor das komplette künstliche Riff aufgebaut werden soll, will Sierra Space erst einmal eine einzelne Komponente der gesamten Raumstation testen. Die Firma entwickelt derzeit ein aufblasbares Modul, das später in den 2030er Jahren ans Orbital Reef docken, zunächst aber als eigene Einheit die Erde umkreisen soll. LIFE, das Large Integrated Flexible Environment. Schon 2026 soll es starten. In ihm, verteilt auf 3 Etagen, werden Astronauten vor allem pharmazeutische und biotechnologische Experimente durchführen. Unter anderem soll das Wachstum von Kristallen unter den Bedingungen der Schwerelosigkeit weiter erforscht werden. Auch diese autonome Plattform soll eine bemannte Version des Dream Chaser aus dem eigenen Haus anfliegen und so den Mannschaftsaustausch ermöglichen. Es kommt nicht unvermittelt, dass einige Weltraumfirmen der kommenden Generation auf aufblasbare Module zurückgreifen, denn mittlerweile steht fest, so etwas funktioniert. Seit 2016 ist BEAM, das Bigelow Expendable Activity Module, fest mit der Internationalen Raumstation verbunden. Es hat sich erst nach dem Docken an die ISS zur vollen Größe entfaltet und die hat es seitdem beibehalten. Keine kostbare Atemluft ist entwichen, das Modul hält, was es versprach. Allerdings betritt es die Besatzung an Bord nur selten. Ja, das Modul BEAM gibt es in der Tat noch. Das ist angekoppelt am Knoten 3, befindet sich hinter unserer Muckibude. Wenn man dort rein möchte, dann muss man unsere Gewichtshebeanlage, oder ja, also eigentlich ja kein Gewicht heben, aber es ist trainiert natürlich die Muskeln, die Muskelkraft, dann muss man diese Sportanlage zur Seite falten. Und weil wir diese Anlage täglich benutzen, auch viele, viele Stunden lang benutzen, ist der Zugang zu BEAM in der Regel geschlossen. Der deutsche Astronaut Matthias Maurer hat 2021/22 ein halbes Jahr auf der ISS verbracht und äußert sich hier während seines Aufenthalts an Bord der Station. Weil es natürlich ein neues Modul ist, was aus einem aufblasbaren Material besteht, möchte man anfangs natürlich erst einmal prüfen, wie dicht das ist. Deswegen ist die Luke in der Regel auch aus diesem Grunde zu. Weil dieses BEAM-Modul ist natürlich auch überwacht. Aber wir mussten auch Zugang erhalten zu verschiedenen Dingen, die wir dort gelagert haben. In der Regel sind das Sachen, die wir nur manchmal brauchen, die wir seltener brauchen, aber die schon so wichtig sind, dass wir sie auf jeden Fall auf der Raumstation haben müssen. Also BEAM, das Modul, funktioniert tadellos und es ist jetzt auch vor kurzem in den Besitz von NASA übergegangen. Das heißt, es ist offiziell von NASA, von der Firma Bigelow erworben worden. Und ich denke, diese Technologie, aufblasbare Module zu verwenden, das hat Zukunftspotenzial. Wieder einen anderen Weg geht die Firma Gravitix mit Sitz in Seattle. Sie baut derzeit bereits an Modulen, die so ziemlich überall hinpassen würden, auch an die ISS oder ihre privaten Nachfolger. StarMax heißt ihre Tonne, die wahrlich immense Ausmaße erreicht. Sie ist größer als alle internationalen Labore der ISS. Ihr Nutzungsraum im Innern wird bei 400 Kubikmetern liegen. Das wäre die gesamte der Besatzung der ISS zur Verfügung stehende Fläche in einem einzigen Modul, also quasi eine Verdopplung des Arbeits- und Wohnraums durch einen einzigen Anbau.
Wie alle anderen Module und Stationen der privaten Anbieter lässt sich auch StarMax weiter ausbauen, indem mehrere solcher Tonnen zusammengesteckt werden. Ja, dabei ist es gar nicht nötig, dass sich unbedingt Menschen in ihnen aufhalten. Jedes dieser Module ließe sich auch als Treibstoffdepot zum Auftanken oder als automatisches Versuchslabor betreiben. Auch wenn das Unternehmen den ersten StarMax-Prototypen in seiner neuen Montagehalle im US-Bundesstaat Washington derzeit bereits zusammenschraubt, kann das erste voll einsatzfähige Element nicht vor 2026 an seinen Bestimmungsort in der Umlaufbahn gelangen. Denn wegen seiner Ausmaße ist StarMax auf den Transport durch Raketen angewiesen, die derzeit noch nicht vollständig erprobt sind, dem Starship von SpaceX oder der New Glenn von Blue Origin. Alles also eine Frage der Zeit, denn das nötige Geld für die derzeitige Entwicklungsphase hat die Firma in den vergangenen Monaten durch Spenden und Crowdfunding innerhalb der Raumfahrtindustrie zusammenbekommen. 20 Millionen Dollar dürften erst einmal reichen, bevor die ersten zahlenden Kunden bei dem Projekt aufspringen und in ein paar Jahren den Bau mehrerer StarMax-Module finanzieren. Und damit zu Elon Musks Starship. Das wird nicht nur dazu da sein, für andere Firmen den Lastesel zu spielen und deren Raumstationen ins All zu schießen. Mit seinem enormen Innenraum, so die Überlegung der NASA, ließe sich aus den Raumschiffen doch gleich eine Raumstation zusammenstecken. Jedes einzelne Starship bietet der Besatzung mehr Platz als die gesamte internationale Raumstation. Die ISS ist ständig mit 7 Personen besetzt. Das Starship hält Lebensraum für 350 Bewohner bereit. 50 einzelne Starships könnten so einen Ring bilden, der rotiert und somit künstliche Schwerkraft erzeugt. Legt man für jedes einzelne Schiff Kosten von etwa 20 Millionen US-Dollar zugrunde, trüge das Gesamtpaket ein Preisschild von 1 Milliarde Dollar. Geradezu ein Schnäppchen, wenn man bedenkt, dass die ISS mit ihren 7 Astronauten bis heute das Doppelte gekostet hat. Als Zwischenschritt hin zu einer Starship Space Station könnte das Festmachen von Starships an der ISS dienen. Solange das Gefährt noch nicht human-rated ist, also noch nicht sicher und zertifiziert für den Transport von Menschen, könnte es Elon Musk unbemannt starten. Es wäre in der Lage, auf einen Schlag eine Unmenge an Nachschub zur Raumstation zu transportieren und umgekehrt viel Hardware von der ISS aufzunehmen und automatisch damit die Rückreise zur Erde anzutreten. 3 Starships angedockt würden das den Astronauten zur Verfügung stehende Volumen sogar vervierfachen. Neben den bekannten Raumfahrtkonzernen und aufstrebenden Privatfirmen gibt es auch noch absolute Neulinge, die sich mit einer Raumstation gleich einen Namen machen wollen. Vast ist einer von ihnen. Das kalifornische Unternehmen gibt es erst seit 2021 und schon 2 Jahre später erhielt es, neben 6 anderen Firmen, von der NASA logistische Unterstützung bei der Umsetzung seines Projekts im Rahmen der Commercial Space Capabilities 2 Initiative, CSC2. VAST nämlich hat das Interesse der US-Weltraumbehörde geweckt. VAST will eine 100 Meter lange Raumstation bauen, die sich dreht und auf der es somit künstliche Schwerkraft geben wird. Kein Schweben mehr in Raumlaboren. An Bord dieser Station werden die Astronauten aufrecht gehen. Doch soweit wird es erst nach 2030 kommen. Bis dahin ist Schwerelosigkeit angesagt. Zunächst an Bord der Raumstation Haven 1. Sie soll schon in wenigen Jahren die Erde umkreisen, wobei der Begriff Raumstation ein wenig hochgegriffen ist. Das Objekt ähnelt mehr einer großen Raumkapsel aus den Anfangsjahren der bemannten Raumfahrt. Mehr ist es auch nicht, immerhin ergänzt um ein paar Sonnensegel. Mit SpaceX hat VAST bereits Abkommen zum Transport von Astronauten in Crew Dragon Kapseln geschlossen. Jeweils 4 Mannschaftsmitglieder sollen sich für einen Zeitraum von 1 Monat den Platz im außerirdischen Hafen teilen. Der Vollständigkeit halber sei noch der Luft- und Raumfahrtkonzern Northrop Grumman erwähnt, der gleich 2 Steine bei der NASA im Brett hat.
Einerseits wird die Firma das zentrale Modul der Raumstation Gateway bauen, die den Mond umkreisen soll. Dazu in einer späteren Folge mehr. Aber was läge näher, als eine Version dieses Halo-getauften Elements als zentrale Einheit für eine Station zu verwenden, die statt dem Mond die Erde umkreist? Fertig ist die sogenannte Persistent Platform. Versorgt werden soll diese Tonne im Orbit von den Cygnus-Containern aus dem eigenen Hause, die heute schon regelmäßig die ISS mit Nachschub beliefern. Ob aus diesen Plänen tatsächlich etwas wird, ist allerdings ungewiss. 2023 hat sich Northrop Grumman dazu entschlossen, sich am Starlab von Voyager Space zu beteiligen. Ob es daneben noch eine eigene Persistent Platform geben wird, muss sich zeigen. Es ist keinesfalls unwahrscheinlich, dass sich die Zahl der Bewerber für den Titel Nachfolger der ISS in den kommenden Jahren noch ausdünnt und das eine oder andere Konzept wieder gestrichen wird. Aber so oder so dürfte es bald voll werden in der Erdumlaufbahn. Und im Laufe der 2020er, 2030er Jahre werden sich so viele Menschen zeitgleich im Orbit aufhalten wie nie zuvor in der Geschichte der bemannten Raumfahrt oder in der Geschichte der Menschheit überhaupt. Die Zahlen dürften für immer zweistellig bleiben, was derzeit nur in Ausnahmefällen für kurze Zeit der Fall ist. Auf der ISS ist eine Mannschaftsstärke von 7 Personen die Regel. Nur bei der Rotation der Crew, bei Kurzzeitmissionen von wenigen Tagen oder wenn die chinesische Raumstation besetzt ist, werden die Zahlen auch schon mal kurzzeitig zweistellig. Ob man sie nun Skyman oder Spaceman oder Starman nennen möchte, der Weg hinaus zu einer ständigen Vertretung der Menschheit im All wird unumkehrbar werden. Je mehr Astronauten, Kosmonauten, Taikonauten, Viomanauten, das sind die Inder, oder auch nur Weltraumtouristen daran teilhaben. Hätte die ISS irgendwann einmal evakuiert werden müssen, wäre die Zahl von Menschen im All schlagartig auf Null gesunken. Das wird nie wieder passieren. Denn die Nachfolgeprojekte der ISS sind auf verschiedene Länder und auf verschiedene Privatfirmen verteilt. Etwas Besseres konnte der bemannten Raumfahrt gar nicht passieren. So, und das war Folge 1 von Sternenwärts, die Zukunft der Raumfahrt, Axiom, Starlab und Co. Ein Podcast von Guido Meyer. Das zugehörige Buch mit dem gleichen Titel, Sternenwärts, die Zukunft der Raumfahrt, gibt es jetzt überall im Buchhandel.